So, herzlich willkommen, wieder Smite. Ich bin am Drücker und Es wird gar fürchterlich. Ich habe meine Maus nicht. Ich bin nicht ohne Maus, aber mit Tims Maus. Und die ist riesig. Wahrscheinlich schon mal groß. Deine aber. Ist verkümmert. Ah, Quatsch, die ist besonders. So besonders klein. Naja, Arena und ich spiele... Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Sobek oder Vulcan habe ich vor. Hippo ist schon mal dabei, Loki auch. Hades. Vulcan. Von dem Herrn mit dem unhöflichen Namen Joel the Asshole. Was? Achso, ja. Doppel Z, aber das ist ja kein Unterschied. Ja, ich spiele Wolken. Aber du kannst dich glücklich schätzen, Hyper-Jesus ist an deiner Seite. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und der Dark Devil. Oh Gott. Ach ja, Mist, die gegnerischen Namen sieht man ja erst im Ladebildschirm. Korobka. Korobka. Haben die es bald? Shoutout zu Mario. Wir haben Enemy 1, Enemy 2, Enemy 3. Na, die Namen kommen noch. Aber was haben wir im gegnerischen Team? Auch ein Hippo. Möglicherweise. Allerdings ziemlich eklig ein Fenrir. Der macht keine Freude. Caffeinated. Thrawn 89. Corliss. Ah, ein Star Wars Fan. Thrawn. Ah. Großadmiral Thrawn aus der Timothy Zahn Bücherei. Timothy Zahn. Zahn halt. Ja, kann ich nur empfehlen für Star Wars Fans. Mhm. Ich wünschte, die würden sie als Episode 7 verfilmen, weil die sind echt gut. Aber das ist halt mit der den gleichen Helden wie aus Episode 4 bis 6. Mm. Und es spielt nicht so lange danach. So, in Anbetracht der Hoffnung, dass wir viel spammen und lang leben. Na, was habe ich getan? Weg damit. Du kriegst echt weniger, oder? Nee. Ja, 350. Ich glaube genauso gleich viel. Achso. So. Aha, ganz ohne Boots. Natürlich. Ich fange immer mit Boots. Ich also habe jetzt ein bisschen hier mit Physical Protection und Magical Protection, weil die meine Kanonen... Haben die gleiche Protection wie du? Nee, aber die profitieren glaube ich auch davon. Achso. Ich hab ihn ja erst einmal gespielt, glaube ich, in einem Conquest-Match, also es ist schon länger her. Ja, im Conquest hat er mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Im Conquest fällt mir allgemein nicht mehr so, wie früher mal. Bleibst du. Du. Ah, meiner. Wasser. Ja gut, mit Last Hits brauchen wir hier ja nicht so drauf aufzupassen. Ja, geht eigentlich. Oh, 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 oh. Hyper-Jesus for the win! Er macht einen Doppelkill! Mit unserer Unterstützung natürlich, zumindest einen davon. So, jetzt gibt's das Maul. Beide, natürlich, beide assistet. Gut, ist auch schwer für dich irgendwo nicht zu assisten mit dem großen Einzugsbereich der Türme. Ja, du hast das Ulti nicht geskillt. Ja, was ich eigentlich vorhatte. Aber nicht ganz so schrecklich, wie man meinen könnte. So, jetzt kriegen die aufs Maul. Mücke. Mücke. Sie heute unser Special Guest. Mücke. Sie nannten es Mücke. Sie nannten es, hau weg. Pass mal auf, der prügelt dich. Ja, der prügelt mich jetzt. In der Tat. Aber glücklicherweise kam der, Tja. Ja, ist gut. So viel zu meinem Ulti. Schade. Ich wollte sagen, glücklicherweise kam der Tor und hält dir ein paar Leute ab, aber... Leider nicht genug. Au. Zu wenig, zu spät. Wir sind schon wieder am Leben und ich bin nicht am Rennen. Unfassbar. Rennen sowieso nicht, also mit dem Bein, wer braucht da noch Schuhe? Tja. Alte Kriegsverletzung. Ja, das... Oh, war's nicht für Hibu? Ja, genau, lauf vor dem Tower. Oder? Doch, das war's für Hibu. Ja, oh, und ich bin allein. Ich bin Hibu nicht weg. Ja, sein Team begrenzt sich darauf, in der Bar zu stehen. Zeus macht scheinbar gerade einen Einkaufsbummel. Der war nämlich relativ lange dort. Auch wichtig zu wissen,
dass die Viecher nicht durchlaufen dürfen. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso du jetzt so Panik hattest, dass du da weg wolltest. Für die Creeps habe ich gar nicht geachtet. Nee, dass die Türme regenerieren, wenn man in der Nähe ist. Ah. Ja. Cool. Das heißt, naja, wenn die jetzt hier auch beschossen werden, das sieht man, genau. Man kann auch nochmal ein bisschen die dann schützen, so für eine Zeit lang. Ein bisschen selbst tanken, vor allem später, wenn ich das Item habe, mit dem ich Leben regeneriere. Und hier hinterstellen ist auch ganz geschickt, weil die Fernkämpfer können nicht durchschießen. Also weil ich weiß nicht. Also die schießen durch die Dinger, aber die Fernkämpfer glaube ich nicht. Oh. Glatt übersehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schwein. Nee, Frostgigant. Aber. Die Kanonen schießen in diesem Modus jetzt die auf, also bevorzugt auf die Götter. Normalerweise schießen nämlich bevorzugt auf die Creeps. Oh, das war keine gute Idee. Und sie haben, also der Turm schießt rundum. Genau. Ah! Einen Schuss konntest du ausweichen. Immerhin, ne? So, dann kommen wir erstmal das hier fertig. Und sind dann... Ah! Raus. Jetzt haben wir sogar noch mehr Assisting Power. Einfach durch meine Präsenz füge ich dem Gegner Schaden zu. Eine Ausformung der Awesomeness. Ja. wenn er ihn mir verzweifelt versucht, dich mit seinen Attacken zu treffen. Tja, ich kann mir ja noch nicht alles abnehmen. Oh, hallo. Dein Fenrir, das ist aber unhöflich. Freut mich nicht. Fenrir war einmal. Hyper Jesus! Feuer frei! Oh. Ja. Carry Apollo ist wieder anwesend. Tut doch weh. Ah, god dang it. Komm Hibo, hol ihn dir Hibo. So, jetzt mal ein bisschen mobiler. Hyper Jesus wollte ihm hinterher. Was für ein Name, ich komm nicht drüber weg. Vor allem für einen nordischen Gott. Hyper Jesus Tor. Seeds Combined Religions. Ja, Tastatur hat mich ausgetrickst. Doch, ja, die ist ein bisschen älter, steckt hin und wieder meine Taste fest. Nee, ich hab daneben gegriffen. Achso. Das ist mir heute Mittag passiert, da hat sich die 1 verhakt. Heroische Pose, aber es hat nicht so viel gebracht. Oh ja, der kriegt. Ach, jetzt kriegt er nicht mehr. Ah, god dang it. Jetzt wäre es gut, wenn ich die 1 geskillt hätte, weil das ist ein Fernkampfattacker quasi von mir. Allerdings habe ich die aus dem Kampf rausgeholt, das ist auch schon mal hin wieder nicht schlecht. Schwein. Er ist und bleibt ein Schwein. Hallo. Na, ah, das war dann doch genug. Ja, das hohe C bringt deine Ende. Das war eher ein hohes Wu. Wu. Meditation? Nee. Wir müssen noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen sparen. Obwohl, das Gold kriegt man hier relativ schnell. Wie viel fehlt noch? Na, zu viel. Ja. Du. Ach, So. Ach, Mist. Oh, oh. Und weg hier.
Ach, das ist gerade weggelaufen. Ärgerlich. Ich dachte, die contesten jetzt ein bisschen mehr um ihre Creeps, aber scheinbar nicht. Ja, es sieht ganz durchschnittlich aus. Naja, ihr führt mit 20 Punkten ein bisschen mehr. Ah, falsche Richtung. Mist. Ja. Ja, die erste Attacke stößt ihn zurück. Ja, quasi. Ach, hallo. Ja, dann halt da lang, ne? Ach! Okay, schrecklich. No comment. Schieb's nicht wieder auf meine Maus. Nee, das war jetzt ich. Sieht von Killdeaths nicht so gut aus, naja, aber irgendwie fühlen wir trotzdem. Ja, aber dadurch haben sie gerade wieder fies aufgeholt. Ich meine, vorher stand es 18 zu 19. Ihr seid nur halt jetzt 4 Leute am Stück gestorben. Ja. Auf die Puppe schießt er übrigens auch. Ah ja, natürlich. Die zählt ja auch als Objekt, das man angreifen kann. Hi, by Jesus, for the win. Aufs Maul. Hi, by Jesus. So, blocken, blocken, blocken. Na, Fenrir? Ja. Traut sich nicht. So, die Mauer hält. Oh oh. Ach, knapp. Ja, aber so viel Schaden hat es nicht gemacht. Du hast ja 109 Magical Protection. Ah, Fenrir! Ja, kämpfe lieber hier bei meinem Tower, finde ich besser. Das war einfach. Ach, ja. Eis, bevor die Attacke gezündet wird. So, welche holen wir? Ich glaube, wir holen die. Ja, das finde ich, das eigentlich 5% weniger Schaden. Ja. Viel besser als dieses unupgradebare Item, das dir jeglichen Schaden um 5 verringert, den du kriegst. Ja, ich glaube früher, das wären auch 5%, aber es ist irgendwie entweder genervt worden oder es war nie so. Wahrscheinlich war es genervt worden. Ziemlich unwahrscheinlich, dass ich mich irre. Es war halt immer nur 5. Finger weg! In die Richtung. Sehr gut. Scheinbare Hilfe, doch nicht. Können wir da hinten was machen? Ich glaube nicht. Ah, ist weggekommen immerhin. Aber ich glaube, es lag jetzt weniger an mir. Glaube ich auch. Mal schauen. Wo kam der jetzt her? Flash out of nowhere. Diesmal hat es geklappt. Immerhin. Ymirs Eisparty. Tja. Immerhin, ich war dabei. Mhm. Warst schon bei 18 Kills anwesend. Einen davon hast du gemacht. Ha! Ah, es reicht noch lange nicht. Ah. Freunde. Das waren meine Kanonen. Tja. Bastard. Haben sie nicht viel Geschiss drum gemacht. Nee, Ulti und gut. Ja, bleib du mal weg da hinten. Ja, der Turm slowt zum Glück auch ein bisschen. Er ist immer noch auf den Fersen. Habe ich mir gedacht. Feuer im Loch. Ah, das hatte ich zumindest versucht. Jetzt ist der Gegner am Führen.
Und zwar gewaltig. Ja, doch schon. Ha, absorbiert. Da rollt er einfach drüber. Hyper Jesus, lass nicht nach. Ja, jetzt mal ein bisschen rumgebolze. Ja, versuchen wir ein bisschen in der Deckung der Sache. Da hinten wird geschossen. Also gegen die Creeps ist das die Damage auch auf jeden Fall sehr effektiv. Ja, gegen die macht leider nicht so viel, aber hilft halt schon ein bisschen, finde ich. Ja. So, 164 zu 164. Okay. Ja, das Item, das immer 5% Schaden macht, oder? Kann ja gut sein. Das war so, nicht 5%, aber so ein paar Prozent von Max. Nah! Ich dachte, ich entkomme. Schade. So, jetzt werden wir endlich mal ein bisschen länger überleben, hoffentlich. Das ist zumindest der Plan. Jetzt steigen wir langsam die Magical Power Leiter hoch. Auf 30. Ja, immerhin. Vorher war es weniger. Fast sicher. Wirkt das ja auch auf das Item aus? Was? Ja, auf deine Aura? Nee. Also der Slow meinst du? Nee, ist ja nee, keine ich Ability. Ich hab gemeint, die Magical Power. Achso, das ist glaube ich keine Magical Power. Achso. Weiß aber auch nicht, genau. Dieser E-Mail, der hält viel zu viel aus. Hm. Das ist mein großes Vorbild. Tja. Kurz hätten wir echt denken können, es wäre deiner gewesen, aber. Ich war dabei, das reicht. Tja, das stimmt. Rein mit euch! Hüttata! Haust du wieder ab. Gelokit. Ja. Ja. Entkommen war auch schwierig. Bei einer Mauer und bei einem Wasserlauf direkt daneben. Genau. Es ist knapp. Halbzeit vorbei. Was? Da habe ich was verpasst. Die Creeps zurück drin. Was ist das? Das ist der Loki. Oh, das ist übel. Ja, wir machen halt hier schönes Teamspiel, will ich schon fast sagen. Ja, wir führt noch mit 10 Punkten. Hinter dir jegliche Mauer hochgezogen, die wir haben. Na, komm schon Loki! Oh. Schon wieder alles kaputt gemacht. Hätte schon wieder fast deiner sein können. Ehrlich gesagt, das ist mir gar nicht mal so. Das ist jetzt bitter. Knapp, knapp, knapp. Ein Trinket.
Ah, können wir mal nachschauen. Ah doch, Magical Damage. Aber ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Aber jetzt haben dein Teamkameraden gerade ganz gut vorgelegt. Und noch. Ha! Da sind wir, Bruder. Ach, das war's. Easy peasy. Naja. Ja, eigentlich gefällt mir Wolken hier ganz gut. Aber man ist halt eher so ein passiver Faktor. Sollte man allerdings nicht unterschätzen, den Damage, den man über die Zeit raushaut. Bei dem Bart. Bis zum nächsten Mal. Damn Minions. Tschüss.